Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem kreativen, kunterbunten Bastelkanal. Ja, heute habe ich wieder ein kleines Tutorial für euch. Wir basteln Card Candies. Hier habe ich schon so eine kleine Verpackung gezaubert. Das ist einfach ein A4-Blatt, das habe ich gefaltet und hier eine Banderole rumgelegt. Da habe ich dann so ein bisschen Motivpapier draufgeklebt, ein paar Schneeflöckchen und dann hier so eine Blume, wie ich die gezaubert habe. Dazu habe ich auch ein Tutorial. Das kann ich euch sehr gerne in der Infobox verlinken, wenn ihr mal schauen wollt. Ja, und dann zeige ich euch jetzt mal die Card Candies, die für einen Tausch sind mit der lieben Karina. So, einfach so ein gefaltetes Blatt und da drinnen verstecken sich die kleinen Card Candies. Einmal in Blautönen, dann so rosa, lila und grün. Ja, da habe ich dann mein kleines Tröpfchen gezeichnet und noch ein Eis mit einem kleinen Kleeblatt, ein paar Glitzersteinchen. Hier habe ich mein kleines Pilzmädchen wieder mit den Kleeblättern. Hier steht noch glücklich und da einfach magisch. Auch wieder kleine Glitzersteinchen. Dann habe ich hier mein kleines Hamsterchen und dann so eine Schneeflocke mit Glitzersteinchen. Hier habe ich noch ein bisschen Washi-Tape untergeklebt. Und hier habe ich einen kleinen Schneemann gezeichnet. Der könnte noch eine kleine Bommel vertragen hier. So ein kleines Glitzersteinchen. Das werde ich noch gleich machen. Hier habe ich so Dreiecke ausgeschnitten. Das sollen Bäume darstellen. Und dann hier wieder so ein kleines Kleeblatt. Und er hat dann hier so einen großen Besen in der Hand. Ja, finde ich auch drollig. Und er schreit, nein, er ruft. Juhu! Und das kleine Hamsterchen. Hallöchen. Wir gucken mal schnell nach einem Glitzersteinchen. Haben wir ja fast alles parat. Mal gucken, welche Farbe wir auswählen. Grün wäre ja schön, obwohl bläulich. Grün, grün, grün habe ich gar nicht so viele Glitzersteinchen. Oder vielleicht machen wir hier auch so einen kleinen hellblauen, der so aussieht wie so ein Trottel halt. Nee, wie so ein Bommel. Hier habe ich noch Wolle dran. Also nee. Oder? So ein etwas größere, schöne. Irgendwie gefällt mir der Kleine sehr gut. Dann nehmen wir ihn doch einfach. Der Seite. Einschneiden und dann geht das schon. So. Ja doch, der ist cool. So ein kleines Bommelchen. So. Haben wir das auch gemacht noch. Ja, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich da kein Bommel ran gemacht habe. Aber jetzt ist ja einer dran. Dann habe ich hier ein bisschen Klebepunkte hinten drauf gemacht. Und die dann hier drin befestigt. Hier noch ein bisschen Washi reingeklebt. Hier hinten habe ich nichts drauf. Aber dafür auf der Banderole steht dann noch, für wen es ist und von wem es ist. Ja, das sind die kleinen Card Candies. Ich finde sie alle ganz niedlich. So Ton in Ton basteln macht ja auch Spaß, finde ich, wenn man so ein bisschen alles aneinander angleicht. Obwohl ich auch gern bunt und Pastell mag. Es ist ja sowieso bunt und Pastell. Ja, das sind die Card Candies, die wir anschließend miteinander basteln. Oder besser gesagt, ich. Und ihr könnt sehr gern zuschauen, wenn ihr möchtet. So ein bisschen Inspiration ist doch immer schön, finde ich. So, und dann habe ich noch eine Karte gebastelt. Wir hatten so ein bisschen das Winterthema. Und dann habe ich diese hier gezaubert. Wir wollten gerne eine Winterkarte tauschen mit ein bisschen Gebamsel dran. Da habe ich hier meinen Apfel, den ich formuliert habe oder modelliert. Auch dieses Video kann ich euch gerne in der Infobox verlinken, wenn ihr daran Interesse habt. Hier habe ich ein kleines Püppchen gezeichnet, eine Schleife im Haar und eine kleine Mütze in der Hand. Hier habe ich noch so einen Baumstumpf gezeichnet und der kleine Apfel liegt da drauf. Dann steht hier, mein Apfel hat Geschmack. Und dann habe ich hier noch zwei
Schneeflocken und hier unten und da oben ist ein bisschen Tapete geprägte und hier ist noch ein kleiner Streifen Washi-Tape. Ja, und hier im Hintergrund ist ein bisschen Motivpapier. Dann habe ich hier so ein Loch eingestochen, eine Bindering drum, hier ein bisschen Wolle und dann den kleinen Apfel dran gemacht. Hier drinne werde ich dann noch ein paar nette Zeilen schreiben. Auf der Rückseite ist mein kleines Tröpfchen und mein kleines Etikett, was ich meistens draufklebe hinten. Und so sieht die Karte aus, die wir tauschen wollen. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, was die liebe Karina gezaubert hat. Meine gebastelten Sachen gehen jetzt auf Reisen. Und zwar in das Bastelparadies Appen. Ja, dann freue ich mich, dass ihr zugeschaut habt und würde mich auch sehr freuen, wenn ihr noch dran bleibt und euch die Entstehung der kleinen Card-Candies ansieht. Und nun wünsche ich euch eine wunderschöne kreative Bastelzeit und bis bald, meine lieben Kreativen. Ciao mit Kakao.